Howdy, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ember Moon-Folge mit Tomaniac. Wir waren ja zuletzt im Geheimzimmer, beziehungsweise wir stehen da immer noch. Und ich muss dann wohl nochmal ganz runter in den Keller, weil ich habe das Gefühl, da wo die ganzen Hebel alle sind, ich habe irgendwo was übersehen. Und deswegen muss ich jetzt da mal gucken. Vor allem, weil es ja hieß, dann Hebel umgelegt und dann so, als wäre irgendwas Großes erwacht. I'm sure there is what. Na, falsche Ecke. Ich hoffe, die Anzahl der Fackeln reicht noch. Also nicht lange Fackeln. Die erste Fackel wieder anwerfen. Ich habe nur noch 5 Stück. Das muss reichen, um die Mission abzuschließen, sonst habe ich ein echtes Problem. Muss ich dann nachher nach Spannenberg fahren und hoffen, dass man da Fackeln gekauft kriegt, oder was? So, auf welchem Weg komme ich jetzt am schnellsten die Leiter runter? Geradeaus weiter durch. Also hier am Brunnen vorbei. Auf die Tür zu. Dann hier lang. Nächste Tür. So. Da geht's weiter. Das schaffen wir ja wohl. Und weiter geht's. Immer tiefer hinab aus der Tiefe. Die Tür ist auf. Ha, nein, ne? Nein. Sag nicht, die Tür war die ganze Zeit auf. Ich Arsch und bin da oben bei der... Das gibt's ja nicht. Ich fasse es nicht. Mann, Tomaniac. Hättest du mal auf die Karte geguckt. Gut, ich wusste nicht, dass die Karte die Türen offen und zu darstellt. Ich dachte, das ist einfach Tür und heißt einfach Tür aber sie zeigt den sowohl geöffneten als auch geschlossenen Zustand an. Warte mal, ich müsste jetzt vor der Wand stehen? Ja, okay. Das heißt, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Verdammt! Nur nicht genau geguckt. Die Tür ist auf. Oh, Schwitz. Jetzt wird's spannend, glaube ich. Hinein! Und ich habe das Gefühl, gleich geht's hier richtig Rock'n'Roll. Erstmal genau gucken, was es hier noch so gibt. Nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehe. Wo es dann nachher heißt, ja, hätte das mal mitgenommen. Da geht's eine Leiter runter. Ich habe das Gefühl, ich trete der fetten Spinne gleich auf den dicken Zeh und dann ist... Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Okay, das ist nur so eine. Nur ist gut. Zauber der Giftspinne ist misslungen, aber auch nur deswegen, weil ich mich bewegt habe. Und ich hoffe, die macht wirklich nur auf Fernkampf. Und ich hoffe, das geht nochmal glimpflich. Was? Spinne kann den Rüstungsschutz von Igel nicht durchdringen? Sehr fein! Das lese ich zum ersten Mal und das lese ich aber sehr gerne. Das heißt, das einzige... Oder kann der Molch die Rüstung nicht durchdringen? Seit wann plötzlich? Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt muss ich dann aber hier erstmal warten, weil ich kann mit Igel dann nicht nachziehen. Neuerdings kann das Vieh meinen Rüstungsschutz nicht durchdringen. Lass mich raten.
Der Eisenring, den ich anhab. Haha! Ne, 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 ne. Gefällt mir ausgesprochen gut. Doch, du musst mir gleich mal genau gucken, was ich für ein Rüstungsschutz. Hä? Was habe ich für einen Rüstungsschutz? Hölle, Hölle, Hölle! Kann ich das irgendwo hier sehen? Rüstung 18? Keine Ahnung, scheint keinen Unterschied zu machen. Ja, wie dem auch sei. Wie immer das Motto, sicher dat. Aber sicher dat! Sicher war dat mal. Sicher, sicher. Wieso in die Ferne schweifen, denn das Böse liegt so nah. Ja, das muss wohl so sein, ne? Dann habe ich mir das doch richtig gedacht. Weil als ich da zuletzt runtergegangen bin, da hatte ich ja schon das Gefühl. Okay. Hatte ich ja schon das Gefühl, da ist noch irgendwie was. Das kann nicht schon alles gewesen sein. Aber das Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ja, wenn das so ist, dann können mir diese Viecher wahrscheinlich gar nichts. So. Ja, kann den Rüstungsschutz nicht durchdringen. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr geil. Weißt du, um welchen Finger ich den Ring gemacht habe, du Kackspinne? Genau um den hier. So gefällt mir das. Da-da! Ah, jetzt, ich sehe schon gerade, ich muss hier das wieder anders aufteilen, sonst wird das nichts. Habt ihr etwa auch eine andere Taktik vor, oder wie sehe ich das? Die rennen bestimmt gleich wieder schreiend weg. Mi, 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 mi. Wenn das nicht mit dem Eisenring zu tun hat, den ich da gefunden habe, dann weiß ich es aber auch nicht. Geilo. So, Freunde der Nacht. Endspurt. Genau. Wetten, das Kackvieh geht gleich wieder stiften. Ich hab's gewusst. Geh weg, wo du herkommst! Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich komm dir nach. So, Leute. Ja, ich habe das Gefühl, wir nähern uns hier so konkret grad dem Ziel. Was auch immer da kommt. Ich habe ja schon zurückgeschreckt, als ich diese Giftspinne zum ersten Mal sah. So, ich fürchte. Aha, ich fürchte, hier ist gleich Schluss mit lustig. Nanu, da geht eine Leiter hoch. Ich würde aber mal sagen, bevor ich die hochgehe, gucke ich mal, was es hier noch gibt. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Von da bin ich gekommen. Gibt es dann hier noch überhaupt was Aufregendes oder bleibt mir gar keine andere Wahl, als dann die Leiter zu nehmen?
Stehe ich jetzt hier in der Ecke? Lass mal gucken. Ich stehe in einer Ecke. Ich hoffe, in der richtigen. Und gucke jetzt auf den langen Gang. Und latsche hier mal lang. Hier ist das Netz. Bin ich denn von da gekommen? Ja klar, bin ich von da gekommen. Ach, ich doof, Mann. Also. Ja, dann müssen wir die Leiter nehmen jetzt. Ja, ich liebe es, wenn dann plötzlich das Licht ausgeht und ich stehe im Dunkeln. Wahrscheinlich knipse ich jetzt das Licht an und gucke in 8 solche Augen. Das würde mich nicht wundern. Manu. Oh, bitte. Bau keinen Scheiß. Da ist eine Tür. Aber vorher gucke ich mal, was hier noch ist. Da ist noch eine Tür. Okay. Hä? Da kann ich ja nur hierher. Oh, da gibt's einen Hebel. Der letzte hoffentlich. Oh, da ist noch was. Da geht schon wieder eine Leiter runter. Was ist das hier alles? Das, als ob sich im Nordosten von euch etwas bewegt. Nordosten. Ah, jetzt ist die Tür aufgegangen. Und hinter mir müsste auch was sein. Und dann links. Oder was? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Genau, da ist jetzt die eine Tür auf hier. Da bin ich dann aber wieder im Hauptraum. Das heißt, wir müssen hier erstmal runter und dann doch die Leiter nach unten nehmen, ne? Die da hinten. Ich hatte ja gesagt, bevor ich die Leiter... Das ist sie doch, oder? Von da bin ich jetzt nicht gekommen, oder doch? Doch gekommen. Ich werde hier noch ganz kirre. Das ist ja alles so ein Durcheinander. So, von da bin ich also gekommen. Warte mal eben. Dann bin ich da gewesen, habe den Hebel umgelegt. Aber ich bin noch nicht hier gewesen. Oder doch? Hier geht's lang. Okay. Das muss es sein. Ein Angriff, wollt ihr kämpfen? What the fuck? Was ist das denn schon wieder? Ich kann nur hoffen. Ich kann jetzt echt nur hoffen, dass sich das dicke blaue Ding da hinten nicht bewegt. Und dann kann ich nur hoffen, dass ich hier noch Feuerballladungen drauf habe. Weil ich glaube, sonst ist Game Over. Bitte beweg dich nicht da hinten. Ich hab Gigantula gut. Den Rest sollte ich hinkriegen. Oh, Alter. Da kommst du in Schwitzen, ne? Nee, so. Das war ein kurzer Auftritt von der... So, jetzt hoffen wir, dass der Rest ein Kinderspiel ist. Okay, aber die... Ich hoffe, die zaubern nur aus Distanz mit dem Gift. So, jetzt müssen wir uns auf die Dicken konzentrieren. Big Ass Spiders. Und weiter so. Die große Giftspinne kann den Rüstungsschutz auch nicht durchdringen.
Na, wenn das mal nicht geil ist. Scheiße, mein Schwert ist zerbrochen. Ausgerechnet in dem Kampf. Shit. Ich will jetzt das aber eigentlich nicht nochmal machen. Kann ich ja eigentlich auch mit einer Spitzhacke draufhauen? Kann ich die als Waffe benutzen? Kann ich eine Schaufel als Waffe benutzen? Ich muss mal gucken. Nein. Kann ich nicht. Scheiße. Ja, da hilft nur eins. Wir müssen das... ich muss mich verteidigen. Die können meinen Rüstungsschutz ja nicht durchdringen. Egil muss die ganze Arbeit machen. Ich hoffe einfach, dass das Schwert nicht kaputt geht von ihm. Und ich hoffe, dass bei Großvaters Ausrüstung irgendwas Nettes dabei ist. Was haben die auf einmal? Die kriegst du ja auch nicht kaputt. So, endlich. Du gehst zu ihm. Ich verteidige weiterhin. So. Und dann mach dich hier von rechts nach links durch. Magischen Rüstschutz nicht durchdringen. Das ist der Eisenring. So geil. So, dann müssen wir das halt so machen. Und hoffentlich haben wir uns dann genug Erfahrungspunkte verdient danach. Schön. So. Komm und hol's dir. Ja. 190 XP. Tomanik erreichte soeben Level 8. Geil. So. Ich nehme mein Langschwert mit. Warte mal hier. Gib die Schippe mal zurück. Ach, Kacke. Wie können wir denn das jetzt anstellen? Kein Platz. Also er kann es jetzt erstmal mitnehmen. Vielleicht gibt es hier irgendwo nachher eine Truhe oder sowas. Jedenfalls haben wir den Kampf überstanden. Sonst gibt's nix. Warte mal. Gegenstand bewegt hier nichts. Wie bin ich denn jetzt gegangen? Warte mal hier. Da. Da ist die Wand. Okay, also. Als ihr mit Hilfe der Spitzhacke das Geröll entfernt habt, seht ihr eine arg mitgenommene Truhe. Sie ist auf der linken Seite halb eingedrückt und es sieht danach aus, als könne vom Inhalt nicht viel heil geblieben sein. Das Schloss scheint allerdings noch vollkommen in Ordnung zu sein. Seltsamerweise strahlt von ihm ein blaues Leuchten über die ganze Truhe. Und womit kriege ich die auf? Ich habe doch keinen Schlüssel. Ich speichere das mal eben ab. Aber das nenne ich Gigantula. So. Weil ich habe doch, glaube ich, hier in meinem Zeug... keinen speziellen Schlüssel.
Ich hoffe einfach, ich kann die Truhe so öffnen. Kann keine Falle finden. Ich habe auch nichts. Die Gruppe braucht einen neuen Anführer. Ja, geil. So habe ich das aber auch nicht vorgehabt. Dunkelheit umgibt Egils schmerzgepeinigte Sinne, bevor er als letztes Mitglied der Gruppe in die Ewigkeit von Ballas Reich eintritt. Was ist denn da los, Mann? Möchten Sie einen Spielstand laden oder das Spiel verlassen? Laden. Gott sei Dank ist... Ja, verflucht. Jetzt bin ich an der Truhe und krieg sie nicht auf. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Kann ich die vielleicht mit einem Brecheisen aufmachen? So schnell geben wir ja nicht auf. Damit kann die Truhe nicht aufgeschlossen werden. Ja, verdammte Axt. Ja gut, ich bin ratlos. Muss ich mich doch etwa mal im Internet schlau machen? Weil bis jetzt spiele ich ja ohne Lösungsweg. Wie komme ich an den Schlüssel für die verdammte Truhe? Keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, seid auch dann wieder dabei, wenn es heißt, zock mal wieder Mythomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis dann.